Mit Honey tanzte sich Jessica Alba in die oberste Liga Hollywoods. Im zweiten Teil des erfolgreichen Dancefilms tritt nun Katharina Graham als Maria in ihre Fußstapfen. Frisch aus dem Knast entlassen, will Maria ihr Leben wieder in geordnete Bahnen lenken. Maria, was willst du mit deinem Leben anfangen? Zuerst brauche ich einen richtigen Job. Honey hat sich das hier mit der Tanzerei aufgebaut. Ihr Leben hat viele Parallelen zu meinem eigenen. Wir kommen beide aus schlechten Verhältnissen, hatten nicht viel und mussten uns trotzdem beweisen. Es ist sehr ähnlich. Die Leute haben mir mein ganzes Leben lang gesagt, aus mir würde nie was werden. Was willst du denn gerne werden? Ganz ehrlich? Ich will Tänzerin sein. Der smarte Brandon gibt ihr die Chance, als Mitglied der HD-Crew ihren großen Traum zu verwirklichen und bei der legendären Castingshow Battlezone teilzunehmen. Zurzeit improvisieren wir irgendwie nur. Was sie drauf hat, könnte uns da echt helfen. Okay, also können wir anfangen? Hey, nein, jetzt raste mal nicht aus. Das Tanzen ist Ende des Monats. Lasst uns loslegen. Hinter der Fortsetzung des modernen Tanzmärchens steht auch diesmal wieder Videoclip-Regisseur Billy Woodruff und sein Team von Choreografen. Billy besitzt so viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Deshalb vertrauen wir ihm blind in dem, was er tut. Er weiß einfach, wie man Tanzperformances mit der Kamera richtig einfängt. Viele andere können das nicht. Wir vereinen viele verschiedene Tanzstile. Das hebt den Film von den anderen Tanzfilmen ab und das mag ich so an ihm. Von Reggae bis Salsa ist alles vertreten. Und natürlich steht über allem erstklassiger Hip-Hop. Beim großen Casting für die weibliche Hauptrolle setzte sich Katharina Graham durch. Wir waren kurz vor der Verzweiflung. Dann kam Katharina rein. Sie war einfach wunderbar. Die Begeisterung platzte regelrecht aus uns heraus. Wir schrien, juhu, endlich. Yes, yes, finally. I can be a freak. I can be a freak. Katharina ist eine sehr disziplinierte Schauspielerin. Aber sie hat auch eine sehr witzige Seite. Ich habe das Glück, viele Szenen mit ihr spielen zu dürfen. Es ist toll, sie so aufgedreht zu sehen. Dadurch macht das Drehen noch mehr Spaß. Die Tanzszenen im Film sind authentisch. Das ist die Power, die man bei einem Tanzfilm sehen will. Honey 2, grandios. Honey 2 wird nicht nur die Bronx zum Beben bringen. Diesen Kinosommer spürt ganz Deutschland den Streetdance-Rhythmus im Blut. Ein absolutes Muss für Tanzfans. Honey 2, ab 23. Juni im Kino.